Hallo, mein lieber Steinbock, mein Name ist Sio und ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Hier kommt dein Zeichen vom Universum. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Steinbock. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Die einzelnen Abschnitte dieser Legung sowie nähere Informationen zu meinen Legungen findest du übrigens unten im Infotext. Bitte beachte, dies ist eine allgemeine und zeitlose Legung für das Kollektiv der Steinböcke. Nimm daher auch nur das mit dem du wirklich in Resonanz gehst und schau dir bei Bedarf gerne ergänzend die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond an. Bitte beachte außerdem, dass Karten keine Macht und keine Kontrolle über dich haben und auch nichts erzwingen können. Nur du trägst die volle Verantwortung für dein Leben und deine Entscheidungen. Und wenn du mit deiner Legung in Resonanz gehst, dann freue ich mich wirklich sehr, wenn du diesem Video ein Like schenkst oder mir einen Kommentar da lässt. Abonniere auch gerne kostenlos meinen Kanal und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du über neue Legungen informiert werden möchtest. Und jetzt schauen wir uns an, welche Botschaft das Universum heute für dich hat. Ja, mein lieber Steinbock, eine Karte brauche ich noch und dann stürzen wir uns direkt ins Geschehen. Ah, da möchte ich auch gleich noch eine Information haben. Ich habe hier gleich mehrere Informationen für dich hier in der Ausgangssituation. Ja, das sehe ich. Es ist gerade ein bisschen anstrengend in einer zwischenmenschlichen Angelegenheit, mein lieber Steinbock. Hier kann es sich um mehrere Personen handeln oder um eine ganz bestimmte Person. Das sehe ich. Du fühlst dich hier ein bisschen übergangen oder übersehen. Ja, also das muss jetzt auch nicht aus einer negativen Motivation heraus geschehen. Ja, das kann eben auch sein, dass es hier um eine Person geht oder um mehrere Personen geht. Ja, die aktuell eher mehr die eigenen Themen wahrnehmen, ja, also was diesen Personen wichtig ist und du hier ja irgendwo ein bisschen in den Hintergrund gerückt wirst, ja, beziehungsweise dich hier ein bisschen übersehen fühlst und dich hier auch verpflichtet fühlst, ja, also das ist hier das Thema. Und jetzt haben wir hier gleich auf deiner Ebene auch den Hinweis, ja, bei dir dreht sich ja alles um ein sehr, sehr starkes Bedürfnis, etwas, das für dich persönlich sehr, sehr wichtig ist, ja, da kann es durchaus auch um die Bestimmung gehen, um die Berufung, das kann aber auch etwas anderes sein, also es ist etwas, ja, das dich aktuell sehr beschäftigt, wo hier jetzt auch etwas geschehen soll und ich sehe, hier bewegt sich bereits etwas, ja, also es geht hier auch um eine Veränderung. Ich nehme hier einfach auch ein sehr starkes Verlangen wahr, ja, also du möchtest jetzt hier nicht mehr warten. Und es geht ja auch darum, dass sich hier diese zwischenmenschliche Situation auflockern soll. Ja, also ich nehme einfach wahr, dass du, was diese zwischenmenschliche Angelegenheit betrifft, eben auch sehr unter Druck stehst. Ja, vielleicht geht es ja auch darum, dass du hier nicht genügend Zeit für dein Anliegen hast. Ja, und ich denke, hier in der Legung geht es jetzt auch darum, ja, was kann man hier machen, um diese Situation aufzulösen? Jetzt schauen wir noch in die Außenschau. Wir schauen ja auch immer einmal von außen auf deine Situation, um uns einen guten Gesamtüberblick zu verschaffen. Und da sehe ich, es geht hier um eine Vorbereitung, ja, etwas bewegt sich bereits, ja, es geht hier auch um dieses Bedürfnis deinerseits, du bewegst dich hier auf eine neue Stufe zu, ja, also hier soll sich offenbar demnächst etwas ereignen, etwas verändern und dafür sind bestimmte Vorbereitungen zu treffen.
Bei einigen sehe ich auch, dass es hier um die eigene Energie geht, ja, so zusätzlich zu diesem Thema, das sich hier gerade aufbaut, ja, also wo hier bald etwas auf dich zukommt. Da kann ich eben auch erkennen, ja, dass es für einige in letzter Zeit auch sehr anstrengend war. Ich meine, das macht natürlich auch Sinn, wenn wir uns hier die Ausgangssituation ansehen mit dieser zwischenmenschlichen Angelegenheit. Und das, was ich sehe bei dir, verändert sich hier auch etwas, ja, also dass du wirst hier in nächster Zeit offenbar auch wieder mehr Energie haben, was ja auch schon darauf hindeutet, dass du dich hier bereits auf eine Lösung zubewegst. Wir schauen jetzt mal in die Blockaden, die sich hier aktuell zeigen. Was ist herausfordernd, was ist blockiert, beziehungsweise was blockiert hier dein Vorankommen? Da gehe ich jetzt gleich mal auf deine Ebene. Da haben wir einen Hinweis, ja, da soll etwas Dringendes erkannt werden. Das wollen wir uns jetzt natürlich gleich als erstes ansehen. Bitte noch eine weitere Information. Es geht um einen Neustart. Der soll hier offenbar nicht übersehen werden. Also da ist es sehr gut möglich, dass sich hier vielleicht aktuell schon eine Möglichkeit zeigt, ja, hier irgendetwas neu zu versuchen, ja, irgendetwas, das hier in der Vergangenheit noch nicht so rund gelaufen ist oder vielleicht auch schief gegangen ist, ja, und das deutet hier schon mal hin, dass sich hier demnächst ein neuer Versuch zeigen soll. Und was ich hier noch sehe, mein lieber Steinbock, ist, dass es hier auch darum geht, einen Teufelskreis zu durchbrechen. Das kann jetzt natürlich auch direkt damit zu tun haben, ja, dass du hier irgendetwas vielleicht schon mehrfach versucht hast eben und dass es immer an einer bestimmten Stelle scheitert. Und da geht es dann eben darum, zu erkennen, wo hat man hier immer gleich oder ähnlich gehandelt, denn das ist üblicherweise auch der Hinweis, ja, was der eigene Anteil an diesem Teufelskreis ist, ja, und du bewegst dich hier auf etwas zu, ja, wo dieser Teufelskreis ein für alle Mal durchbrochen werden kann, ja, wo es dann auf einmal funktioniert. Und da geht es offenbar auch um einen bestimmten Moment, habe ich hier ganz stark das Gefühl, wo du hier etwas erkennen sollst, ja. Also das ist jetzt kein Grund zur Sorge, da möchte dich das Universum einfach darauf vorbereiten. Hier stellt sich aktuell noch etwas quer, was diesen Neustart betrifft, und das soll dir hier in der nächsten Zeit, ja, das soll dir hier irgendetwas in diese Richtung auffallen und dann kannst du hier etwas unternehmen. Schauen wir mal weiter. Da sehe ich das Thema Loslassen, ja, das kann hier auch eine Art Abschied tatsächlich auch sein, in der Hinsicht, ja, dass sich hier etwas verändert, ja, das kann mit einer Person zusammenhängen, ja, beispielsweise, dass sich hier eine Verbindung verändern soll, dass man hier festhält, ja, an alten Strukturen und man sich hier auch neu kennenlernen soll, so empfinde ich das hier. Es kann natürlich auch sein, dass es darum geht, dass sich hier irgendwo die Wege trennen oder dass man sich voneinander distanziert, dass man hier aneinander festhält und sich das Ganze schon nicht mehr so gut anfühlt, aber das ist hier dann schon bereits bekannt, ja, also das ist etwas, das ist dann ein Gedanke, mit dem du dann tendenziell vielleicht auch schon länger spielst. Also ich sehe das hier ganz eindeutig in Verbindung mit der Ausgangssituation, dass es hier darum geht, dass hier auch eine Erleichterung stattfinden soll und dass es hier mehr um eine Last geht, von der man sich verabschieden möchte. Und hier stellt sich aktuell eben auch etwas quer, weil du hier auch das Gefühl hast, dass dir hier auf eine gewisse Art und Weise die Hände gebunden sind. Wir gehen jetzt noch auf die zwischenmenschliche Ebene. Du weißt, wir schauen uns immer eine Blockade an, die ganz konkret mit anderen Personen oder eben einer bestimmten Person zu tun hat, ja. Und da sehe ich ein Treffen und das möchte ich mir jetzt auch ein bisschen näher ansehen.
Okay, also es geht hier um ein Treffen, wo hier auch etwas erledigt werden soll. Das kann jetzt für sich stehen, ja, da stellt sich aktuell auch etwas quer. Das kann hier aber auch alles zusammenhängen, ja, dass du dich hier mit dieser Person oder dieser Personengruppe austauschen möchtest, ja, um hier etwas klarzustellen und hier auch etwas abzuschließen. Und da geht es dann natürlich auch darum, dass sich hier die Situation auflockern soll. Es kann aber, wie gesagt, auch für sich stehen. Hier kann durchaus auch beides zutreffen, ja. Denn ich kann das auch absolut nachvollziehen, denn es könnte ja durchaus auch darum gehen, dass du dich hier einfach, ja, dass du hier einfach gerade keinen klaren Gedanken fassen kannst, um hier ein Treffen in die Wege zu leiten, weil du dich hier auch sehr stark eingebunden oder ja angebunden fühlst oder eingeteilt fühlst. Ja, also das kann ich hier erkennen. Also ein wichtiges Treffen, das hier ansteht, aktuell noch blockiert wird, vielleicht auch immer wieder verschoben wurde, wo das Universum dich jetzt darauf aufmerksam machen möchte, dass das hier in Bälde stattfinden kann. Schauen wir jetzt gleich mal in die Lösungsimpulse vom Universum, was du hier tun kannst, um deine Situation zu verbessern. Da gehen wir jetzt auch gleich auf die zwischenmenschliche Ebene. Das sagt das Universum, es ist hier wichtig, zuversichtlich zu sein, mein lieber Steinbock, was dieses Treffen betrifft. Ja, also das finde ich wirklich sehr, sehr spannend. Das kann auch ein Gespräch sein, ja, vielleicht ein Telefonat, ja. Das kann durchaus auch über eine Distanz eben erfolgen. Ich habe hier schon das Gefühl, bei einigen geht es ja darum, dass man sich eben real trifft, ja, dass es um irgendeinen wichtigen Termin geht. Und da sagt das Universum, sei hier zuversichtlich, dieses Treffen, das soll auch stattfinden. Und hier rennt irgendeine Form von Kopfkino ab oder Grübelei, mein lieber Steinbock, das kann ich erkennen. Deshalb beschwichtigt dich das Universum hier auch ein bisschen und sagt, du bewegst dich hier schon darauf zu, du bewegst dich hier auf etwas sehr Schicksalhaftes zu. Da würde ich jetzt auch vorschlagen, mein lieber Steinbock, da schauen wir jetzt mal ein bisschen tiefer hinein. Vielleicht erfahren wir hier noch die ein oder andere Information. Okay, das ist ja etwas sehr, sehr Schönes. Das Universum sagt, es gibt hier eine Lösung, es gibt hier einen Ausweg und das wird sich hier schneller zeigen, als du jetzt glaubst. Ja, also das soll hier offenbar sehr plötzlich geschehen. Es kann hier eben auch um eine Angelegenheit an sich gehen im Zwischenmenschlichen, wie ich vorhin gesagt habe, eben vielleicht eben diese Aussprache oder eine wichtige Erkenntnis. Ja, was auch immer das in deiner Situation ist. Wir haben hier den Hinweis, das wird sich sehr rasch zeigen und die Umsetzung, die funktioniert offenbar auch sehr rasch. Es geht hier aber um einen bestimmten Zeitpunkt, auf den du dich zubewegst. Und da sagt das Universum, vertraue, du bewegst dich bereits auf diesen Zeitpunkt zu. Ja, das ist ja nur noch eine Frage der Zeit. Es ist dir aber offenbar bestimmt. Wir schauen jetzt mal weiter. Ja, da geht es um diesen Abschied, dieses Loslassen, eben auch diese Erleichterung. Und das sehe ich hier in Verbindung mit einer Person, die dir nahe steht. Du weißt, wir schauen in meinen Legungen immer auf das gesamte Umfeld, Familie, Freunde, Partnerschaft, Bekanntenkreis, berufliches Umfeld etc. Und hier sehe ich eine Person, die dir nahe steht. In diesem Fall sehe ich das Geschlechtsneutral. Diese Person kann sowohl männlich als auch weiblich sein, ja. Das spielt hier keine Rolle. Manchmal zeichnet sich schon ein Trend ab, dann sage ich es auch. Also hier geht es mehr darum, diese Person, die steht dir sehr nahe und hier findet offenbar aktuell eine Verstrickung statt, ja, wo du dich hier irgendwo unterdrückt fühlst, was das Ganze auch ein bisschen besser erklärt. Denn ich habe hier das Gefühl, du möchtest einer bestimmten Person nicht vor den Kopf stoßen, ja. Du möchtest hier jemanden vielleicht nicht kränken, ja, und das kann hier durchaus eben
eben ein Familienmitglied beispielsweise sein, weil sich solche Strukturen innerhalb der Familie ja oft über viele Jahre ausbilden und es dann natürlich auch herausfordernd ist, hier dann eine Veränderung in die Wege zu leiten, ja, weil man sich hier an bestimmte Dinge einfach schon gewöhnt hat. Das kann natürlich auch eine Partnerschaft betreffen, ja, oder jemanden, mit dem du eng befreundet bist. Wenn du hier mehr auf Berufliches schaust, ja, dann ist das hier jemand, mit dem du auf eine bestimmte Art und Weise zusammenarbeitest und man mag sich auch, ja, also man schätzt sich auch. Und das ist der erste Punkt, der dir hier ins Gedächtnis gerufen werden soll, der dir hier bewusst gemacht werden soll. Also diese Person oder Personengruppe, ja, es können hier natürlich auch mehrere Personen sein, auf die das Universum hier hindeutet, wie wir hier in der Ausgangssituation schon gesehen haben. Diese Person oder Personengruppe, die wollen dir nichts Böses, ja, die wollen auch nicht, dass du hier einen Nachteil erfährst. Und das ist eben auch besonders wichtig, das zu erkennen. Eben auch zu erkennen, dass hier ein Gespräch stattfinden soll. Also vielleicht ist das eben auch diese Lösung, die sich hier plötzlich zeigt. Und es geht hier darum, ja, auch loszulassen von dem, was bisher war, sich neu kennenzulernen und hier auch darauf zu vertrauen, dass jemand, der dich aufrichtig mag, ja natürlich nicht einen Nachteil für dich möchte, ja, also auch nicht selbst dafür sorgen möchte, dass du hier einen Nachteil erfährst. Und es hier auch wichtig ist zu erkennen, hier soll sich diese Verbindung auch weiterentwickeln und dass es hier auch darum geht, dass diese Person jetzt informiert werden soll, dass du hier mehr Freiräume brauchst. Ja, denn ich sehe hier einfach, bei einigen geht es hier um irgendetwas ganz, ganz Wichtiges. Ja, das kann hier auch mit etwas Finanziellem zu tun haben. Das habe ich vorhin jetzt noch gar nicht gesagt. Es ist auf jeden Fall an dieses Bedürfnis hier geknüpft, ja, denn ich sehe hier ein paar Anzeichen, dass es bei manchen eben auch um die Finanzen geht. Und das ist hier auch wichtig, insgesamt zu erkennen, ja, also das, was dir hier am Herzen liegt. Es geht hier darum, dass du hier mit dieser Person sprichst, ja, dass sich hier dauerhaft etwas verändern soll. Und bei manchen sehe ich hier einfach auch, dass man hier offene Türen einrennt, ja, denn diese Person möchte ja auch in Wahrheit dein Bestes, ja, und das kann natürlich ein bisschen dauern, bis das hier umgesetzt wird. Es kann natürlich auch sein, ja, dass diese Person hier im ersten Moment jetzt nicht so begeistert ist, weil es natürlich hier auch darum geht, dass diese Person hier irgendwo kürzer treten soll oder vielleicht hier auch wieder irgendetwas selbst übernehmen soll, was du hier vielleicht für diese Person jetzt sehr lange übernommen hast. Da kann es natürlich sein, dass man hier vorerst auf einen Widerstand stößt. Ich sehe hier aber, dass sich für dich diese Situation aufklärt, ja, und dass hier eine Erleichterung stattfinden soll. Und es kann durchaus sein, dass diese Person vielleicht einfach ein paar Tage dann braucht, aber es ist wichtig, hier miteinander zu sprechen und sich hier auch auf Augenhöhe zu begegnen und hier auch in dem Bewusstsein aufeinander zuzugehen, ja, dass man füreinander ja auch das Beste möchte. Schauen wir jetzt mal weiter hier auf deine Ebene und hier haben wir eben auch einen Hinweis, dass es hier für manche eben um etwas Finanzielles gehen könnte. Ja, also diese Karte hat hier eben auch eindeutig unter anderem auch mit den Finanzen zu tun und da zeigt sich eben ein unerwarteter Erfolg. Ja, also das könnte hier auch durchaus mit dieser plötzlichen Lösung zusammenhängen. Deine Mühen sollen sich bezahlt machen, sagt das Universum. Und das, was hier jetzt vornehmlich wichtig ist, um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, ist weiterzugehen. Ja, du bewegst dich hier, ich bekomme jetzt hier den Begriff Gewinnzone herein, du bewegst dich auf eine Art Gewinnzone, also ich lasse das jetzt einfach mal so stehen zu, egal ob es um die Finanzen geht oder eben nicht, das kann eben auch etwas sein, das für dich persönlich sehr wertvoll ist und das Universum sagt, es ist wichtig, hier weiterzugehen, ja, weiterzumachen.
Und da denke ich, da könnte es sein, dass du hier vielleicht das ein oder andere Mal kurz vor dem Erfolg abgebrochen hast, ja, weil sich hier schon irgendetwas unendlich in die Länge gezogen hat. Und das Universum sagt hier, es ist wichtig, weiterzugehen. Es steht hier demnächst eine Art Erfolg für dich an oder vielleicht auch ein unerwarteter Geldeingang kann das auch sein oder eine Möglichkeit, die sich dir plötzlich eröffnet. Ja, also das ist definitiv etwas sehr, sehr Gutes. Schauen wir jetzt noch in die Tendenz, also was hier höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zukommen könnte. Das sehe ich hier auf deiner Ebene gleich, ja. Da geht's jetzt um diese zwischenmenschliche Angelegenheit und das, was ich hier gleich erkennen kann, ist, dass man hier gemeinsam erkennt, was hier nicht stimmig ist, ja. Also das sehe ich hier für die allermeisten. Bei den meisten geht's hier darum, dass sich ja dieses ungleiche Verhältnis, das sich hier langsam entwickelt hat, erkannt wird und aufgelöst werden kann. Und bei einer ganz kleinen Gruppe sehe ich hier schon auch, dass man hier erkennt, gut in dieser Verbindung, ja, da ist vielleicht nicht mehr wirklich, da kommt man irgendwie nicht weiter. Ja, das kann natürlich auch geschehen, aber ich sehe es, wie gesagt, nur für eine ganz kleine Gruppe und dass man hier dann auf eine gewisse Distanz geht. Also kann natürlich sein, dass sich die Wege trennen. Das, was ich hier sehe, ist, dass du hier eine Grenze ziehen wirst, ja, also laut Tendenz, also laut höchster Wahrscheinlichkeit. Und hier auch erkennst, dass es sich hier um Ballast handelt, ja, der nicht notwendig ist für dich. Also das ist schon mal sehr, sehr gut und eben auch, du kannst dann das Ganze ganz klar benennen, ja, du kannst das hier irgendwie isolieren, diese Thematik, ja, das breitet sich dann nicht mehr auf alles aus, ja, im übertragenen Sinne, sondern wird hier erkannt und kann hier dann auch losgelassen werden. Schauen wir mal weiter. Ich gehe jetzt hier auf die zwischenmenschliche Ebene. Und da sehe ich schon den richtigen Zeitpunkt auf dich zukommen, von dem ich hier in den Lösungsimpulsen bereits gesprochen habe. Der richtige Zeitpunkt, der ist nicht mehr weit entfernt, mein lieber Steinbock. Ja, also es geht darum, weiterzumachen. Und was ich auch sehe, ist, ja, dass es fällt dir hier schwer, zuversichtlich zu sein. Und das Universum sagt dir auch, achte auf deine Gedanken. Ja, also grübel hier nicht zu viel herum. Deine Gedanken drehen sich hier in einer bestimmten Angelegenheit im Kreis, ja, und es geht hier, wie gesagt, um einen konkreten Zeitpunkt, der sich genau zum richtigen Zeitpunkt eben offenbart. Und da ist es eben auch wichtig, auf die eigenen Gedanken zu achten. Das heißt jetzt nicht, dass du negative Gedanken verdrängen sollst. Also das natürlich auf keinen Fall. Aber es ist hier auch wichtig, die eigenen Gedanken immer wieder zu hinterfragen, ob das jetzt die eigene Interpretation ist von einer bestimmten Situation oder ob das Fakten sind. Ja, und da ist es wichtig, dass man hier wirklich auch ein bisschen streng mit sich selbst ist, ja. Denn es kann natürlich sein, ja, also im Einzelfall, dass sich der richtige Zeitpunkt zeigt, du hier aber sehr negativ eingestellt bist und dann hier vielleicht eher dazu tendierst, diese Chance vorüberziehen zu lassen. Und das ist hier wirklich wichtig, mein lieber Steinbock, ja. Achte auf deine Gedanken. Das Universum sagt, das kommt hier, ja. Also das ist entscheidend. Natürlich ist es in Ordnung, auch negative Gedanken zuzulassen, aber gib dem Positiven bitte ein bisschen mehr Raum. Das wird sich hier definitiv bezahlt machen. Schauen wir mal weiter. Da sehe ich hier auch eine gewisse Anspannung, ja. Also es geht hier um irgendetwas Konkretes, mein lieber Steinbock, wo es hier jetzt auch um ein Geduldsthema geht, das hier demnächst aufgelöst werden soll. Und das sehe ich hier und das sehe ich auch hier. Ich sehe es auch hier.
Und diese Anspannung, die kann ja natürlich auch im zwischenmenschlichen Bereich stattfinden, ja, wo sich jetzt hier diese Verbindung oder diese Verbindungen transformieren sollen, verändern sollen. Das kann natürlich sein, dass es hier ein bisschen dauert, bis man hier auf einen gemeinsamen Nenner kommt. Aber der kann hier natürlich auch gefunden werden. Und manchmal ist es natürlich auch so, dass man sich dann einig ist, dass man sich nicht einig ist. Aber auch das würde hier einiges auflockern, denn es geht hier eben darum, dass du hier irgendeinen Ballast mit dir herumträgst, der eigentlich nicht für dich bestimmt ist, und das fühlt sich dann eben auch so schwer an, und das raubt dir hier dann auch eben die Energie und die Zeit für dieses Bedürfnis, wo sich hier eben jetzt schon eine Veränderung zeigt, die eben sehr plötzlich dann stattfinden soll. Und da haben wir hier jetzt auch schon den neuen Weg liegen, mein lieber Steinbock. Der zeigt sich plötzlich, das ist schon auf deinem Weg, ja, also du bewegst dich darauf zu. Das ist hier vielleicht auch eine alternative Lösung, ja, die sich hier zeigt, die du eben noch nicht im Hinterkopf hast. Und deshalb ist es wichtig, hier offen für Neues zu sein, mein lieber Steinbock. Denn also ich sehe den neuen Weg hier in Verbindung mit dem richtigen Zeitpunkt. Und ich habe hier schon auch das Gefühl, dass das hier im in Zusammenhang eben mit einer weiteren Person steht. Also, dass hier vielleicht auch jemand auf dich zukommt und dir hier irgendetwas Bestimmtes, ja, sagt. Also vielleicht eben auch dieses Treffen, ja. Das kann eben auch sein, dass es hier vielleicht auch da um eine Zusammenarbeit gehen könnte, um ein Beispiel zu nennen, und dass sich hier dann der richtige Zeitpunkt zeigt, um diese gemeinsame Zusammenarbeit beispielsweise zu starten. Also es kommt auf dich zu, mein lieber Steinbock. Ein bisschen Geduld ist noch erforderlich, aber offenbar wirklich nicht mehr viel. Also du bist ja auf den letzten Metern. Bitte, bitte, bitte gib jetzt bloß nicht auf. Wir kommen jetzt aber mal zum Abschlussritual, und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast, und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich. Möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen.